Herzlich willkommen zu einem neuen Home-Workout. Heute dreht sich alles um den Oberkörper. Wir wollen also alles einmal trainieren, was so an eurem Oberkörper dran ist. Bauch ist mit dabei, Brustmuskulatur, wir haben Oberarm, Vor- und Rückseite. Rücken ist auch etwas mit dabei, also viel Spaß. Wir beginnen wie immer mit einem Warm-up, eher speziell natürlich heute für den Oberkörper. Danach geht es in den Hauptteil und dann ins Cool-Down, wie immer. So, wir beginnen mit einem Warm-up, nehmen dafür die Arme einmal zur Seite und fangen an, sie zu kreisen. Sehr gut. Um das Ganze ein bisschen dynamischer aussehen zu lassen, laufen wir einfach mal dabei. Arme immer gestreckt lassen, die Bewegung kommt aus den Schultern. Sehr gut, wir gehen nach oben mit den Armen, bis wir über Kopf sind. Nach Kreisen. Und dann nach vorne. Vielleicht trainiert ihr ja sogar auch gerade zu zweit.
Wie immer mache ich dir die Übung einmal vor und dann machen wir sie gemeinsam nach. Die erste Übung ist Liegestütz. Dafür stellst du die Arme auf und dann gehst du den Liegestütz runter. Du kannst die Übung gerne wie ich auf den Knien machen. Los geht's. 5 Stück nur. 1, 2, 3, 4 und kommt der letzte. 5. Sehr gut. Pause. Mach dich bereit für den zweiten Satz. Hände wieder aufstellen und los geht's. 5 Stück nur. Vier und 5. Sehr gut. Für die zweite Übung nimmst du dir ein Handtuch und legst dich auf den Boden. Der Oberkörper hebt sich dann vom Boden und du ziehst das Handtuch zu dir ran. Versuch dabei, das Handtuch auch immer auseinanderzuziehen. Okay, mach dich bereit und Oberkörper nach oben. Und dann das Handtuch ranziehen. Versuch es auseinanderzureißen, so hast du eine gute Anspannung auch für die Rückenmuskulatur. Auch hier kommt ein zweiter Satz. Mach dich bereit, leg dich hin, hoch den Oberkörper und ranziehen. Atmen nicht vergessen. Sehr gut. Für die nächste Übung kommst du einmal auf die Knie und dann nimmst du deine Hände wie einen Diamanten. Wir machen Diamantliegestütze. Dafür stellst du dich wieder entweder mit den Füßen oder den Knien auf und führst die Brust zu deinen Händen. Sehr gut. Wir machen es gemeinsam. Auch hier wieder nur 5 Stück. Und los geht's. 1. 1. Und der letzte, Bauch bleibt fest. Pause. Mach dich bereit für den zweiten Satz, stell die Hände schon mal wieder auf und los! Vier und ein letzter. 5. Sehr gut! Für die vorletzte Übung kommst du einmal auf die Knie, lehnst dich ein Stückchen nach vorne und nimmst dann die gestreckten Arme über den Kopf.
Sehr gut, wir machen es gemeinsam. Bisschen nach vorne lehnen und dann die Arme so weit wie möglich nach oben und wieder nach unten. Und Pause. Wie immer auch hier der zweite Satz. Mach dich bereit und los geht's. Und stopp. Für die nächste Übung legst du dich auf den Rücken. Wir wollen was für den Bauch machen. Die erste Übung ist der Crunch. Zweite Übung Fersentap rechts und links abwechselnd. Dritte Übung ist der Cycle Crunch. Und die vierte Übung ist Beinheben. Dafür nimmst du beide Beine nach oben und nimmst dann immer einen Fuß runter bis kurz vorm Boden und dann wieder hoch. Alle Übungen machen wir direkt hintereinander weg als Bauchzirkel. Nimm die Hände hinter den Kopf, wir starten mit dem Crunch. Und 10. Nimm die Hände einmal seitlich, wir sind beim Fersentap, 20 Stück davon. Achtzehn, neunzehn, zwanzig. Nimm wieder die Hände hinter den Kopf und dann geht immer der linke Ellbogen zum rechten Knie und andersrum. Sehr gut, beide Beine nach oben, wir sind beim Beinheben und immer ein Fuß nach unten bis kurz über den Boden und wieder hoch. Das andere Bein bleibt oben fest. Und kurze Pause. Mach dich bereit für den zweiten Satz. Und als erstes Crunch. Acht, neun und zehn. Nächste Übung, Fersentap. Rechts, links. Als nächstes Cycle Crunch, linker Ellbogen zu rechtem Knie und andersrum. Versucht die Schulterblätter trotzdem vom Boden immer abzuheben. Sehr gut. Und die letzte Übung, Bein heben. Dann hast du es geschafft. Wir sind fast beim Cooldown. Nochmal richtig anspannen. Bauch ist fest.
Und stopp, wir sind beim Cooldown. Für das Cooldown setzt du dich einmal auf, am besten in den Schneidersitz oder Beine lang nach vorne, nimmst die Hände dann zusammen und ziehst die Schulterblätter weit von der Wirbelsäule weg, machst den Oberkörper ganz rund. Einmal lösen, die Gegenbewegung hinter dem Körper, die Hände zusammen und stell dir vor, du möchtest deine Arme hinter deinem Rücken verstecken. Brust raus. Löse die Spannung. Stell eine Hand auf, mit der anderen gehst du über den Kopf und versuchst die Seite richtig zu strecken. Seite einmal wechseln. Und stopp. Nimm dann die Hände einmal über dem Kopf zusammen und streck deinen Oberkörper richtig in die Länge. Geh auch ruhig nochmal so nach links und rechts, um die Seiten etwas zu dehnen. Dann nimm die Hände einmal nach vorne, mach deinen Rücken richtig rund. Und stopp. Nimm die Arme einmal zurück und dehne die Brustmuskulatur. Versuch den Brustkorb richtig zu öffnen. Und stopp. Sehr gut gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.